Hallöchen, grüß Gott, moin moin und servus zu Part 32 von The Forest. Und mit dabei natürlich wieder Innenarchitektin und Holzschlepperin Binat. Hallo. Hallo Strumpf, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Wir haben eine Treppe, wir haben Fallen. Also es ist viel passiert. Jetzt brauchen wir noch Rüstung und dann sind wir bereit. Leute, dann. Höchstens noch 8 Parts und wir sind durch. Und dann aber. Nee, ich glaube, dann in A höchstens noch 8 Parts und dann können wir aber richtig starten. Richtig. Wir warten jetzt noch, bis Binat da ist, weil ich natürlich wieder vor ihr da bin. Ich weiß auch nicht. Da ist sie. Gut, also wir gehen erstmal wieder nach Hause, ne? Deutsche Bahn, wo ist denn der Strumpf hier? Ja. Folgen Sie meinem Namen. Wir wollten darf Fleisch ich holen noch. Deswegen, wenn man warte, eigentlich ursprünglich. Aber du hattest ja welches, ne? Du hast auch mitgesammelt. Ja, 2 hatte ich. Genau, und ich habe alles voll. Warte mal, gibt es ja nicht irgendwo noch Medizin oder irgendeinen Koffer? Kannst du mal in das Lager hier gehen, oder? War da. Ach nee, da ist aber nur so Geld und Pfeile und sowas. Oder kannst du ein paar Pfeile? Pfeile brauche ich, ja. Warte. Geld und Pfeile gibt es da immer wieder. Das ist ewig spawnende Lager. Mit dem Topf. Wir sollten mal eine Topf-Cooperation machen. Das ist doch hier ein Radio. Achso, das ist ein halber Radio. Pfeile sind gut. Jawohl. Money, money, money. Money. Genere Schwämpe. 2, 3. Hast du eigentlich die Staffel LOL gesehen? Die neue? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Nee. Oh. Ehrlich. Huch, hier Baum. Also die war so lustig. Also ich habe da genauso viel gelacht wie die Leute wahrscheinlich, wenn sie uns zuschauen, wie wir Survival spielen. Also war echt gut, muss ich sagen. So ist denn jetzt Mensch, der Weg hier, Adam? Nee, muss ich auf jeden Fall mal anschauen. Die ist echt gut. Die anderen habe ich alle gesehen, die habe ich jetzt irgendwie noch nicht gesehen. Ich kann Mandy empfehlen. Mandy? Mandy mit ihrem Song. Martina Hill, glaube ich, ist das. Brutal. Die spielt die Mandy. Brutal. So, aber jetzt wieder zurück zum Ding. Fleisch. Das Fleisch gleich hinhängen, oder? Ja. Gut. Oh nee, den wollte ich nicht. Warum habe ich eigentlich. Für was habe ich eigentlich diese ganzen Arme und Beine da hin? Komm, ich baue da oben ein Totem hin. Ich weiß nicht mehr, warum ich die. Ich glaube, ich habe mir bestimmt irgendwas voll Gutes und Logisches dabei gedacht. Aber, warte. Ich habe ja tatsächlich doch ein bisschen geschaut. Wenn wir ein Totem bauen. Ja. Müssen wir auch dies anzünden. Und dann? Nur dann wirkt es. Weil wir hatten noch damals bei dem Totem irgendwie Angst, aber es gibt irgendwie Kerzen, man kann die anzünden und die wirken nur, wenn man die anzündet. Aber die halten nicht ewig. Irgendwas habe ich da gelesen. Ich weiß die ganzen Kommentare jetzt, was redet ihr davon Schmarrn, aber irgendwas habe ich gelesen. Kleines Totem? Das kann man anzünden. Oh. Kleines anzünden. Totem, bim, 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 großes Totem, bim, 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 bim. Lass doch mal einen Trick finden. Na toll, jetzt brauchen wir noch einen Arm und 2 Köpfe, 3 Köpfe. Brauchen wir noch ein paar. Naja. Aber warte mal, komm mal mit, geh mal zu unserer alten Base rundherum. Die Fallen Work sind noch ausgelöst worden. Da waren ein paar Leichen. Die sind wahrscheinlich nicht mehr da. Da, die Falle ist kaputt. Doch, da liegt er, oder? Nee, da liegt keiner mehr. Oh, Mann. Die sind alle ausgelöst, ne? Ja, ja. Schon wieder ein neues Tier entdeckt. Welche Tiere denn? Was für Tiere? So viele neue Tiere gibt es hier doch gar nicht. Kann man das Totem, was wir da vorne haben, kaputt machen und kriegen? Ach ja, stimmt, dann da haben wir auch eins stehen. Ja, ja. Oh. No comment. Fallen sind erst richtig gut, wenn sie selbst einen kaputt machen. Ah, Binat, bin dabei.
Aber das Problem ist, wenn wir jetzt dieses Totem kaputt machen, dann wird wahrscheinlich alles weg sein, oder? Siehst du, weil stimmt, wenn es hingeht. Anzünden, stimmt. Ja, richtig, und das müssen wir machen. Dann. Aber ist ja bestimmt alles weg, wenn wir das jetzt machen. Das geht jetzt nicht mehr kaputt, weil wir, glaube ich, Schaden-Dingsbums anhaben. Ach so, super. Mitnehmen kann man es auch nicht. Aber wir können es anzünden. Warte mal, ich zünd mal an, dass wir mal sehen, wie es ausschaut. Mach mal. Okay. Dann sehen wir ja, ob also, das lecker brennt oder ob das nur so ein kleines. Richtig. Kleines. Kleines Totem, bim, 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 bim. Großes Totem, bim, 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 bim. Ich weiß nicht, was Strom ist. Ist denn, aber kommt dir das nicht bekannt vor? Also Kinderserie. Das ist doch so ein Trick. Ja. Kleines Mädchen, din, 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 großes Mädchen. Das ist irgendein Trickfilm. Aber schreibt also mir bitte gerne in die Kommentare, genau. Ich kenne das nicht, ey. Was? Reh! Nein! Bleib stehen! Bleib doch stehen! Nein! Seht ihr, ich bin jetzt wieder abgehängt worden. Abgelenkt worden, wollte eigentlich das Fleisch aufhängen. Naja. Ihr wisst ja, Beanard, ne? Boah, Kannibalen! Beschäftige die mal. Nein! Ah, oh, dieses blöde Reh, ne? Beschäftige die mal? Was soll ich denn da machen? Nee, mit denen kann, jetzt? Brauchst du nicht mehr. Soll ich den Yoga-Kurs machen oder was? So, wir setzen uns jetzt alle mal hier hin. Der sind wir hier. Finden jetzt einen Diskussionskreis. Jeder darf jetzt mal sagen, was ihm am anderen stört. Und dann nehmen wir uns alle an die Hände und singen ein schönes Lied. Ja, ja, guck bloß, du Dödel, du. Deal da, du Dödeli. Bin erschöpft. Ich muss mich mal ausruhen auf unserer wunderschönen Bank. Habe ich schon mal erwähnt, dass bei uns in der Nähe von dem Lager, da ist so ein Loch unter Wasser. Wirklich? Nee, da müssen wir rein. Habe ich noch gar nicht mitbekommen. Da sollten wir wirklich unbedingt mal reingehen. Ich glaube, das ist bestimmt voll toll. Sobald wir eine Taschenlampe haben, ja. Und ein Sauerstoffgerät. Aber weit kommen wir ja nicht. Hä, warum kann ich denn jetzt hier nichts mehr hinhängen? Jetzt? Nee, dann nehme ich das ja mit. Warum? Ich hab nur für den Fleisch. Kick, für den Augenblick. Ist es so klein, dass ich das da nicht ranhängen kann? Ach, come on. Boah, meine Nase juckt. Boah. So. Wir brauchen Knochen. Wir brauchen Köpfe, wir brauchen Schädel. Ich muss den mal kurz da fallen lassen. Wo sind wir jetzt hin? Der Topf ist verschwunden. Da gibt's doch so ein Lied, oder? Es ist ein Loch im Topf, Karl Otto, Karl Otto. Gab's doch nicht so? Ein Loch im Eimer. Ein Loch ist im Eimer, Karl Otto, so. Karl Otto. Naja. Warum ist ein Loch drin? Ebenso, keine Ahnung. Ich will den einfach loswerden, aber ich weiß nicht wie. Leute, ey. Das Topgate. Hasenjagd kann ich. Also ich bin ja, da du, ich habe gehört, dass man kann auch Fallen bauen, so Hasenfallen in Forest. Also. Ich erwähne bitte keine Hasenfalle mehr. Komm, jetzt will ich mein Fleisch dann da drauf braten, wenn das Spiel nicht hin aufhängen will, weil es zu klein ist. Es wird voll diskriminiert, das Fleisch. Was ich mich frage, wenn wir jetzt so ein Bein oder so einen Kopf nach dem Trocknen oder Grillen essen würden, hätten die anderen dann Angst vor uns? Ich weiß nicht, ob uns das so gut bekommen würde. Weil wir voll die krassen Esser sind. Voll die krassen Esser.
Weil wir voll die Kannibalen sind. Das ist bestimmt nicht gut, Menschenfleisch zu essen, oder? Vielleicht werden wir dann auch so braun und grün wie die. Nee, blau. Ja, aber dann, dann denken die, wir sind... Das sind voll die krassen Esser. So. Ich chill jetzt mal ein bisschen auf meiner Veranda. Voll schön im Regen. Okidoki. Rüstung wollte ich bauen. Bin ich gerade dabei. Hey, du nimmst da raus. Ich zähle immer mit, weißt du? Das Geräusch, aber. Ja, wie muss ich da noch hin machen? Reicht nicht, ne? Wir müssen wieder Verbrennungsaktionen starten, glaube ich. Da schaue ich nicht gut aus, schon. Ich sehe ihn, ich bin im Inventar. Jetzt fehlt mir noch eins, oder was? Sag mal, braucht man jetzt viel mehr als früher? Nein, 6 und 3. Also, wie viel habe ich hier? 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 1. Oder 2 Stoffe. 3 Stoffe? 3. Also, deswegen. Da war. Wo ist denn jetzt hin? Ich bin beschissen worden. Wo ist meine Rüstung hin? Ach, come on. Ist die in das Wasser gefallen? Ist nicht dein Ernst, oder? Ich mach das mal lieber auf dem. Weiß nicht. Aber lieber hier. 1, 2, 3. Oder habe ich was falsch gedrückt? Kann sein, dass ich was falsch gedrückt habe. Will ich jetzt nicht. Reicht nicht. So. Tragen. Aber jetzt. Haben wir noch Knochis? Aber wären schon dünn, ne, die Knochis. Bist du noch da, Herr Strumpf? Ja, ich schau grad was. Hast du schon alles aufgerüstet? Ich bin Kettensäge mit Licht, Steinflosspistole mit Licht. Wir haben keine Taschenlampe, Sprengstoff, okay. Dafür kann man Klebeband hernehmen. Mit dem Stoff kann man machen. Seil, Molotov-Cocktail, Knochenrüstung, brennende Waffe, Steinbeutel, aufheizende Pfeile. Wir haben doch Alkohol. Pfeil, Tuch und Alkohol. Pfeil. Wo bin ich denn? Alkohol, da. Alkohol und ein Pfeil. Kombinieren. Und jetzt? Jetzt habe ich, Pfeile mit Alkohol. Geht's denen dann besser? Ich weiß auch nicht. Ja, was konnte man denn einen Bogen bauen? Können wir aber auch einen Bogen bauen. Wo bist denn du? Schau mich ja mal kurz an. Frage ich das jetzt oder halte ich Warte das mal? Du hältst es vor die. Das ist der Panzer. Steht drin aus. Ja, das steht drin ausrüsten. Ach so. Aua! Jetzt haut da kann man, mich. Da kann man, wenn die kommen. Na, kann man so sich schützen bringt? Und. So, wo war ich jetzt? Eigentlich wollte ich. Nee, das wollte ich nicht. Was kann ich da mitmachen? Kann ich auch ausrüsten? Nein, das brauche ich jetzt nicht. Ich wollte die Rezepte sehen. So, was brauche ich jetzt für einen Bogen? Ich habe kein Seil. Ach, guck, wir haben ja Druckluftflaschen.
Aber die kann ich jetzt hier. Das Tauchgerät haben wir noch nicht. Ne? Wir brauchen ein Tauchgerät. Ja. Ah ja, okay, wunderbar. Ich habe einen Köcher für die Pfeile. Ich habe noch einen Topf. Ich habe einen Wasserschlauch. Passagierliste und die Kassette, die mit Mittagessen mit Megan beschriftet ist. Timmys Zeichnung. Also wir haben schon ein paar Sachen für die Hauptstory, glaube ich. Ja, ein bisschen Hammer. Aber wir müssten halt, glaube ich, mehr in die Höhlen reingehen. Ne? Ich brauche ein Seil. Ich habe kein Seil. Was gibt's denn hier eigentlich noch so für Wärmeanzug, Speertasche? Brauch mal auch wieder ein Seil. Hab ich nicht. Komm mal! Okay, das mache ich lieber nicht, weil sonst. Man kann ein Seil aus 7 Stoff machen. Okay. Wieder was gelernt. Ich hab einen Bogen. Leute, jetzt aber. Jetzt. Aber, ey. Jetzt geht's rund. So, und was kann ich jetzt damit machen? Wie kann ich das jetzt wieder ablegen, Mann? Achso. So, aufheizende Pfeile. Genau, Alkohol und Pfeile, ne? Das habe ich gemacht. Leute, jetzt geht's ab. Ist doch so. Ach Mensch, ich bin voll begeistert, dass mit Stoff man Seile machen kann. So, was wir können, eine Speertasche braucht die 3 Seile. Oh, da brauche ich irgend so ein anderes Fell. Na, okay, das lassen wir jetzt mal. Also, Strumpf. Wie kann man denn Wasser in den Topf füllen, um das abzukochen? Du musst nur so an den Rand gehen und dann kommt, glaube ich, C oder so. Aber jetzt wir bräuchten auch erst noch ein Feuer. Oder stellst du hier auf das Feuer? Wo? Ah, da. Hab ich. Damit man einen Trinkschlauch und sowas füllen kann, wisst ihr? Was ist mit dem Topf? Da ist er schon fertig. Ja. Kannst du runternehmen. Und meine mir noch einen drauf. Ich habe schon 100% Wasser drauf. Binnen drauf drin. Also wenn schon ein Topf draufsteht. Hast du den? Ja. So. Gut. Come on, sleep. Ich lege noch die Dinger ab. Alles, was ihr dabei habt, gut. Also, wir schlafen erst. Ne, wir können nicht schlafen. Ich kann schlafen. Nee. Bei mir ist es 17 Uhr. Seht ihr? Ich habe den Videobeweis. Ich schlafe schon. 1 von 2 steht bei mir. Z. Geht nicht. Ich kann nur speichern. Warte, muss ich erst speichern? Nee, oder? Team 52. Nee, ich kann nicht schlafen. Oh, ist ja belastend. Oh, jetzt hängt hier so ein ekliges Bein herum. Kleines Beinchen. Das Beinchen. Ich hab voll den Ohrwurm. Ja. Ah! Aber ein Lied, das wahrscheinlich kein Mensch kennt. Doch! Es ist. Ach man. Kleines Bübchen. Nils Holgersson, glaube ich. Mhm. Kleines Bübchen. Din, 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 din. Großes Bübchen. Din, 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 din. Mhm. Ja, passt schon. Das ist in Ordnung.
Sind wir in die Falle gelaufen? Nee, ne? Ich finde, wir sollten hier oben noch vielleicht eine Fackel machen, hä? Hm? Oh Gott! Oh! Da kommen sie. Guck. Ah, Feuer. Mit Fackeln. Feuer, Johnny. Coming. Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht, Jim Bob. Komm, komm, komm. Fällt mir hier Abgrund. Nur damit es nach unten springen kann. Hat der eine Taschenlampe da vorne bei unserem alten Lager? Oder ist es eine Fackel? Jetzt es leuchtet so rein. Ja, die haben so, ich glaube, die haben halt so, die haben ja so mega Fackeln am Kopf. Da klettert er gerade einen Baum hoch. Mal kurz. Was ist denn der Kaspar? Da irgendwo. Da brennt was. Warst du ja, das? Nee, die schmeißen hier irgendwie. Molotow-Cocktails? Ist es jetzt soweit, dass Kannibalen bessere Technik haben als wir? Ja. Der schmeißt schon wieder einen Molotow-Cocktail. Weiß halt auf mich, du Döde. Aua! Sag mal! Auf nicht auf unsere Fallen! Du Trumpf, du brennst! Renn da weg! Ich brenn doch nicht. Also bei mir hast du gerade gebrannt, Lichterloh. Ja, und ich springe jetzt runter, weil ich denke, ich brenne aber nicht. Und jetzt verliere ich wegen dem Fall Energie. Huh? Aber ich hab... Huh? Ja, komm her, Mann. Ja, ist nicht so leicht, ne? Oh, super. Der hat wirklich eine Taschenlampe im Kopf. Oh, ich bin abgefallen. Achtung. Tot. Wo ist denn der andere? Da unten ist noch einer. Zwei Stück liegen unten. Ich höre was. Ey, dieses Feuerzeug ist eine Funzel, das gibt's nicht. Shit, wir brauchen bald so eine. Wir bauen nochmal ein Feuer. Ja. Bau mal hier eins hin. Ein Verbrennungsfeuer. Oh Gott, da ist die Mutti, Fatti, irgendwas. War nicht hier noch irgendwo einer, aber der war wahrscheinlich. Auf drei drin. Steine. Aber wollen wir jetzt Knochen für Ausrüstung oder wollen wir ja. Arme, Köpfe? Achso, ja stimmt. Können wir können ja halb-halb machen. Also ich gehe mal, ich schau mal, kann der Frau jetzt erwischen. Ja mal hier den Kopf verpacken? Mach das. Ich schau mal, ob ich noch einen runterlocken kann oder eine Falle locken. Ich sehe halt nichts, aber das mag ich. Ich bin blind, das finde ich gut. Na, wo seid ihr? So, ne? Den Rest können wir ja verbrennen dann. Da ist aber eine Falle ist ausgelöst worden. Ja, genau. Da müsste einer nämlich drunter liegen. Ach, der hat hier so einen komischen Krüppel da verloren. Hier steht ein Topf rum, da steht ein Topf rum. Hier steht ein Topf rum. Nein, ich bin abgestimmt. Jetzt. Hier, Leiche. Oh Gott.
Oh, noch zwei Köpfe. Wo bist du? Ja, hier, ich bin wieder unten. Ich habe gerade einen getötet. So. Habe ich neben das Lagerfeuer. Was brauchen wir noch? Zwei Köpfe. Ja, also klar. Okay, warte. Pack dir mal den Kopf ab. Mach ich. So, Kopf abgehackt. Wird schon wieder hell. Gut, haben wir noch einen Kopf dran. Einen brauchen wir jetzt nur noch, ne? Einen Kopf. Oh, ich hab Durst. Ich hab Durst und ich hab Hunger. Das mit den Töpfen ist da nicht ganz so optimal, das müssen wir nochmal irgendwie überdenken. Okay, ich denk mal drüber nach. So, sehr schön, es ist wieder hell. Gut geschlafen haben wir. Wunderbar, voll ausgeruht. Siehst du, ich wollte da oben noch so eine kleine Lampe hinbauen. So, alle Fallen stehen. Yippie-yay. Strumpf, wo rennst du rum? Ich bin gerade am Strand. Am Strand? Ja, da waren noch ein paar Koffer. Okay, drei Kannibalen kommen auf mich zu. Keine gute Idee. Pass auf, das sind drei Kannibalen, siehst du? Ich habe gerade Koffer wegen Stoff und so. Weil du gesagt hast, mit Stoff kannst du Seilen machen, aber ich dachte, das ist nicht schlecht, wenn wir vielleicht ein bisschen mehr Stoff haben. Pass auf, die kommen schon in deine Richtung langsam, gell? Kannst du was anderes machen lassen? Ich renne weg! Ich eile! Ich hab gedacht, du machst nochmal. Ich persönlich glaube ja, dass uns die Entwickler bald persönlich anschreiben werden. Und sagen, dass wir endlich das Spiel so spielen, wie sie es eigentlich konzipiert haben. Wer sagt denn, dass wir das nicht so spielen, wie man das spielen soll? Nein, es ist einfach so. Ich weiß nicht. Ich spüre das irgendwie. Ach, pabalabob. Bubbelabab. Aber wenn ich jetzt noch so eine Echsenhaut anlege. Da geht's auch nochmal ins Rot. Ah, okay, Mats. Mal irgendwo Pfeile. Ja. Wollen wir eigentlich einen Pfeilköcher machen? Kommt mir gerade so. Leute, habe ich jetzt gerade einen Kopf genommen oder war das jetzt gerade Einbildung? Ich habe keinen Kopf genommen, oder? Nee, ein Schädel war das. Mist. Köcher. Ein Seil und dreimal Hase. Ja, Hase genau. Ist das, was wir natürlich jetzt nicht so zur Verfügung haben. Ich habe einen Köcher. Ach, du hast einen Köcher. Ja, freilich. Bin ich von gestern. Hase, wo bist du? Oh. Weißt du, was da echt nicht schlecht wäre? Eine Hasenfalle. Ich weiß nicht, was du meinst. Shit. Was, ich bin blutüberströmt. Wo machst du denn? Wasch dich. Ja, gib mir Wasser, dann mach ich das.
Na komm, dann baue ich noch eine Hasenfalle da oben hin. Ich bin komplett falsch. Ich bin komplett vom Weg abgekommen. Du musst nur dem Rosanen entgegen. Das rosane Fähnchen. Da habe ich mich gerade daran erinnert, dass ich das ja gesagt habe. Unglaublich. Ja, die Vergangenheitsspinat war gar nicht so dumm. Nur die Zukunftsspinat und die jetzt Gegenwartsspinat hat sich's halt nicht merken können. Soll ich auch nochmal Stoff? Das sind Container. Ich muss mal ins Wasser, ich muss mich waschen. So. Fall. Hasenfalle. So. Boah, das war eine super Landung. Hey, Exi. Oh shit. Da geht es nicht so gut mit der Angst. Echsen-Ding kannst du auch anlegen. Was kann ich anlegen? Echsenhaut. Aber das ist eher eine Tarnrüstung, ne? Ja, ist natürlich auch nicht schlecht. Aber unten so der laut, Balken. Wie wir von, sind. Aber der Balken wird bei Rüstung geht auch hoch, wenn ich Echsenhaut anlege. Ja? Ja. Mir fehlen bloß noch drei, da bin ich voll. Krass, oder? Krass. Wie gut ich auch noch ausschaue. Auch Echsen. Kann man die auch einfach so tragen? Ja, anscheinend. Die Echsen laufen nicht in die Falle, also ist echt. Dünnes Bübchen. Nein, jetzt weiß ich, das ist Pinocchio. Pinocchio ist es. Die alte von den 80er Jahren, die Serie. Da bin ich viel zu jung, sowas kenne ich nicht. So, dann haben wir das auch geklärt. Bitte. Danke. Ich Zuschauer, wie lange du brauchst. Aber apropos, hast du schon mal aufs Thermometer geguckt? Ja. Ganz schön heiß heute. Ganz schön heiß, 32 Grad und es wird noch heißer. Und wir beenden jetzt den Part. Mach ganz leiser. Wieder. Ich bin schon wieder runtergefallen. Ich könnte kotzen hier. Der Abstieg ist zum Kotzen, ist der. Naja, also manche können es halt und manche nicht. So, speichern, aber warte mal, lass mir erstmal komplett heilen. Warte, ich brauche noch eine Stunde. Ach. Oh, ist schon ganz schön anstrengend, so ein Tag im Dschungel. Na, man könnte meinen, du bist live dabei. Wie fühlt bin ich das? Also hast du gehört bei den Tipps, ne? Wenn du zum Fleisch gehst, auf E draufbleiben, wusste ich nicht. Nee, wusste ich auch nicht. Dann ist das durch. Nochmal danke für den Tipp. Wo stand der? Bei YouTube. Achso. Dass man nicht immer Fleisch abnimmt und dann ins Inventar geht, einfach auf E draufbleiben, dann ist das sofort. Danke für den Tipp. Ja, merci. So, wir können. Ja, ich warte. Du wartest nicht, ich warte ja hier. Nicht da draußen, ne? Dann machen wir es halt hier. Jetzt willst du draußen. Im Hallo, heimlichen du weißt, Hütte. Ich mag das schön im Separé. Okay. So. Gut, bestätigen. Gut gespeichert. Ah! Ne, aber es läuft. Also, Futter. Brauchen wir noch mehr Futter? Weiß ich nicht. Ja, Essen brauchen wir noch. Und dann können wir aber los. Wieso habe ich so viele Müsli-Riegel noch oder Schokoriegel? Ja, ist ja gut für unterwegs. Ja, wir sind ja dann unterwegs. Ja. Danke fürs Gespräch. Wie gesagt, Part 33 geht's dann weiter. Und wir haben viele Pläne, die wir natürlich alle umsetzen werden. Ja, weiß nicht. So war's das. Aber war gut. Also wie gesagt, wir haben jetzt Fallen.
Wir haben. Ich traue mich gar nicht zu sagen. Wir haben eine Hasenfalle. Nur einfach nur, damit es mir gut geht, müsste ich im nächsten Part hochgehen und die kaputt machen. Und wenn ihr fragt, warum, dann schaut euch die ersten Parts von The Forest an. Aber ich möchte nicht spoilern. Ich weiß nicht, was Strumpf meint. Keine Ahnung. Gut, also, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Freut uns immer sehr. Oder Kommentare reinschreiben, wenn ihr auch die Titelmelodie von Pinocchio kennt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ne? Danke fürs Reinschauen. Bis dann. Ciao. Tschüss.